Ich habe nie so ein aufregendes Leben gehabt, so irgendwelche Hoch- oder Tiefs oder so nach die Sterne gegriffen haben. Also wenn das so noch einige Jahre weiterläuft, ist mir das ganz recht. Mein Vater hat hier irgendwann mal sich das Haus gekauft. Ursprünglich hat er in der Waschküche angefangen und dann später hier in dem Geschäft sein täglich Brot verdient. Ja, dann kam die Kriegsgefangenschaft und Krieg. Nach dem Krieg, als er zurückkam von der Gefangenschaft, hat er meine Mutter kennengelernt, weil die dort auch in Ulm geschafft hat. Mein Vater ist in Ulm dort ansässig mit seiner Familie. Und die haben dann auch geheiratet und vier Kinder gekriegt, zueinander nach. Ja, und dann hat sich's ergeben, dass der Älteste dann doch hier das Friseurgeschäft übernommen hat. Sogar eine Kundin aus Amerika, aus Arizona. Ehrlich? Ja. Die kommt aber jetzt die kommt zwei, dreimal im Jahr. Und wenn sie da ist, kommt sie jede, ist sie drei, vier Wochen da, dann kommt sie jede Woche oder manchmal sogar zwei. Die ist uns treu geblieben. Also meine Mutter war es auch so. Sie kam früher auch mal eine Zeit lang hierher und dann war sie halt auch Zeit lang unterwegs. Und ja, mittlerweile kommt sie auch wieder, weil sie einfach individuell hier ist. Ja, ein bisschen weg, damit es individuell abschneidet. Aufblüht, aufblüht. Du musst Friseurzeug verkaufen, nicht rum. Ja, das ist das Wichtigste. Also es ist so, die alten Geschäfte, wo hier sechs Stück an der Zahl waren, die Tante-Emma-Laden, die haben mit der Zeit zugemacht. Bis auf der letzte war der Edeka. Und dann sind die Leute auf mich zugekommen und haben gefragt, ob ich nicht Sell und jenes und anderes auch noch mit hier aufnehmen kann. Und der Schokolädle? Ja, genau. Ulla, ich danke schön. Mach es gut, jetzt wollen. Es ist halt einfach andere Zeit, andere Frisuren, andere Techniken und entwickelt sich ja alles weiter. Und ich bin so der letzte Mohikaner. Friseur, der hat sich noch gehalten seit das Urgestein. Meine Kunden, ich denke, dass die zu mir kommen, weil wir persönlich und angenehm miteinander umgehen. Es fühlt sich keiner über den Tisch gezogen und es ist so, ja, mehr oder weniger oder ein familiäres oder freundschaftliches Verhältnis. Leben und leben lassen. Und das ist eigentlich so wie früher das noch ist. Die Kunden, die halten sich bei mir. Die Schnelllebigen, wo immer was anders wollen und dies und sel und jenes, das, die kriege ich. Die fange ich nicht mehr. Ist mir auch nicht unbedingt nötig. Man muss nicht alles haben. So ganze Lebensläufe gehen, spulen sich da ab. Und dann kommen sie irgendwann mal wieder auf Besuch hier und dann kommt ihr eigentlich gern wieder hierher, dass sie die ganze, den Dorftratsch hier mitkriegen. Das ist auch ein Grund, die, ja,
so Informationsbörse. Aber das wollen eigentlich nur Leute, die persönliche Bindung haben wollen, die Schnelllebigen wollen das eigentlich gar nicht mehr. Aber das so miteinander und dass man einfach miteinander spricht. Als ich mal meinem Vater gesagt habe, ja du, weiß ich, die anderen haben so viel Umsatz und weiß ich was, dass ich da, auf das kommst du dann. Es kommt auf das an, was übrig bleibt und ob du mit dem zufrieden bist, was du hast. Und das hat immer gepasst. Ja. Das Abendessen ist fertig, wann hast du Zeit? 10 Minuten, komm gleich. Was gibt's Feines? Überraschung. Wie immer. Hat immer geschmeckt. Tschüss.